Die Überraschung zum Jahresabschluss blieb aus. Sie haben alles gegeben, aber am Ende hat es dann doch nicht gereicht. Der TC Blau-Weiß verabschiedet sich beim letzten Spiel in diesem Jahr leider mit einer unglücklichen Niederlage von 3:4 gegen die Herren von TuS Lichterfelde. Vor allem unsere Standardsituation nicht reingetan. Da waren die anderen effektiver, aber ich bin froh, dass wir mit diesem Team schon wieder dieses Ziel erreichen konnten, ein gutes Spiel zu machen, wieder am Sieg dran zu sein. Die blau-weißen Gastgeber machten von Beginn an Druck. TuS ließ sich jedoch nicht in Bedrängnis bringen, weshalb es schon in der 6. Minute durch Max Bormann früh in Führung ging. Die Blau-Weißen steckten trotz Rückstands nicht den Kopf in den Sand. Sie überzeugten wenige Minuten später mit dem Ausgleich zum 1:1 durch Ferdinand Hein. Die Partie war stark. Immer wieder schöne Offensivaktionen auf beiden Seiten. Jedoch hatten die Herren von TuS Lichterfelde kurzzeitig wieder die Nase vorn. Fabian Posselt verwandelte noch vor der Halbzeit einen 7-Meter. Somit stand es zur Pause 2:1 für die Gäste. Wir gehen meistens mit dem Tor direkt in den ersten Wechsel. Das heißt, der erste Block geht raus, der Block kommt rein, wir liegen hinten. Das ist schon immer ein schlechtes Gefühl, wenn man dann reinkommt. Aber ich würde sagen, es haben wir ganz gut Richtung Halbzeit dann geändert. Nach der Pause war Blau-Weiß klar im Drücker. Das Team ließ nicht locker. Der 20-jährige Moritz Kehlitz erzielte in der 40. Minute den Ausgleich. Doch dieser hatte nicht lange Bestand. Erneut brachte Fabian Posselt die Gäste in Führung. Dem verjüngten Team von Blau-Weiß unter der Leitung von Lars Hillmann gelang es 180 Sekunden später durch den Kapitän Paul Koch zum 3:3 auszugleichen. Eine Ecke nach der anderen. Blau-Weiß scheiterte im letzten Viertel der Partie an der Chancenverwertung. Die Gäste verteidigten aber auch die Aktionen bravourös. Schließlich gab es 4 Minuten vor dem Abpfiff noch das Siegtor für die Herren von TuS Lichterfelde. Dann sind wir gut aus der zweiten Halbzeit gekommen, haben wieder viel mehr mitgespielt, haben wieder das Momentum. Und dann schießen wir wieder die Tore nicht. Und man muss einfach sagen, man muss auf dem Niveau viel mehr Tore schießen. Mit 3:4 musste der TC Blau-Weiß bereits die nächste Niederlage einstecken. Festzustellen bleibt, dass das junge Team schon ziemlich weit ist. Was fehlt, sind die Tore. Die Chancenverwertung muss in der Rückrunde unbedingt verbessert werden. Die Herren und Blau und Weiß beenden die Hinrunde als Tabellenvierter. Anfang Januar treffen sie dann vor heimischer Kulisse auf den Tabellenvorletzten, auf den Mariendorfer HC. Wir sind natürlich wieder mit am Ball.